Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Heute schauen wir uns mal eine Soundbar an, und zwar die Klipsche FlexoScore 100. Eine Soundbar, die in Zusammenarbeit mit Onkyo entstanden ist und eine Soundbar, die mich doch schon so ein bisschen überrascht hat. Und warum? Das schauen wir uns in diesem Video doch einfach mal zusammen an. Bleibt doch einfach dran, das wird spannend. Los geht's, euer Speaker Shocker. Unter den Soundbars ist die Klipsch FlexoScore 100 eher ein kleinerer Vertreter. Sie hat eine Breite von 71,1, eine Tiefe von 12,7 und eine Höhe von 7,6 cm und bringt 4,5 kg auf die Waage. Auf den Lowboard findet die Soundbar so schnell ihren Platz, aber auch eine Wandmontage ist gar kein Problem. Alles, was man braucht, wird mitgeliefert. Das Design der Soundbar finde ich einfach und trotzdem schick gehalten. Wir haben hier metallene Elemente, die Soundbar ist ringsrum mit Stoff umzogen, aber auch Holzelemente lassen sich an der Soundbar finden. Habe ich so noch nicht gesehen, finde ich schön. Und auch bei der Verarbeitung gibt es überhaupt keinen Grund zu meckern. Betrachtet man sich die Vorderseite, so sieht man die schöne Stoffumrandung, ein Klipsch-Emblem und sonst nicht viel. Aber schaltet man die Soundbar mal ein, so taucht dann doch ein wirklich sehr, sehr gut ablesbares Display auf. Aber da stellt sich mir die Frage, warum hat man das nicht ganz mittig verbaut? Die Bedienung der Soundbar funktioniert über drei Wege. Einmal hier an der Oberseite haben wir hier vier Knöpfe und wenn jemand fragt, ist das Touch? Ja, das ist Touch. Aber auch eine Fernbedienung wird mitgeliefert. Die liegt gut in der Hand und man hat direkt alle Tasten unterm Daumen, wo man es vermutet, funktioniert gut. Und schön ist, die Fernbedienung ist sogar beleuchtet, kann man abends die Tasten sogar noch besser sehen. Der dritte Weg ist die Klipsch Connect Plus App. Und treue Zuschauer meines Kanals wissen, Klipsch Connect App und ich, das ist nicht immer ganz so geil, aber diese hier funktioniert. Man kann in der App eigentlich das machen, was man mit der Fernbedienung auch machen kann, aber wir haben hier die Möglichkeit, uns Equalizer auszuwählen. Hier sind ein paar Equalizer voreingestellt, aber wir können aber auch über einen Dreiband-Equalizer uns einen eigenen erstellen. In den weiteren Einstellungen kann man dann nach Updates suchen. Und das Schöne ist, wenn man mit der Soundbar sich wirklich ein Surround-System aufbauen möchte, kann man hier die einzelnen Kanäle die Lautstärke anpassen. Hier können wir dann den Subwoofer oder auch weitere Surround-Lautsprecher einrichten. Dann kann man hier noch Sachen machen wie Display-Helligkeit ändern, Funktionstöne aktivieren, deaktivieren und solche Sachen. Ist einfach aufgebaut, funktioniert. Die Anschlüsse der Soundbar finden wir dann an der Rückseite. Da haben wir einmal einen HDMI-Eingang EARC, also Enhanced Audio Return Channel. So können wir nicht nur komprimierte Signale reingeben. Dann haben wir hier einen IR-Anschluss. IR, da habe ich zwei Vermutungen, wofür das stehen könnte. Einmal für Impulse Response, also quasi Impulsantwort. Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn man mit der Soundbar sich ein komplettes Surround-System aufbauen möchte, dass man hier quasi ein Mikrofon anschließt und sie dann quasi eine Einmessung macht. Wie ist die Soundbar gerade im Raum? Wie passt das? Oder es steht einfach für Infrarot, dass man hier einen externen Infrarotempfänger anschließen kann, falls man die Soundbar zum Beispiel hinter einer Leinwand stehen hat, die Sound aber nicht lichtdurchlässig ist, so dass man sich dann den externen Infrarotempfänger nach vorne holen kann. Dann noch ein USB-C-Anschluss, um ein Handy zu laden beispielsweise, einen digitalen Eingang und einen Subwoofer-Ausgang. Und das finde ich richtig genial, dass wir hier eine Soundbar haben. Man kann einen x-beliebigen Subwoofer anschließen. Man muss nicht zwangsläufig jetzt hier den Herstellergebundenen nehmen. Ist ganz cool, kann man machen. Problem ist jetzt, in der App könnte man dann den Subwoofer einstellen. Das funktioniert aber nur mit Klipsch eigenen Subwoofern, die zum Beispiel kabellos angebunden werden. Dann gibt es hier den Anschluss für den Flexus Transport Dongle. Der kommt zum Einsatz, wenn ihr einen Subwoofer kabellos anschließen wollt. Schön ist, die Soundbar kommt nicht nur mit PCM-Signalen klar, auch Dolby-Signale sind für die Soundbar gar kein Problem. Auch Dolby Atmos kann sie verarbeiten. Auch via Bluetooth können wir das Audiosignal in die Soundbar reingeben und das funktioniert immer tadellos. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, was ist hier verbaut? Es ist hier eine 2.1 Soundbar, wir haben vorne abstrahlend zwei 5,7 cm Breitbänder mit einer Aluminiummembran und zwei eingebaute Subwoofer, die nach oben abstrahlen, mit ca. 10 cm Durchmesser. Aber wie klingt das Ganze denn jetzt überhaupt? Ich sag einfach jetzt schon mal direkt vorweg, die Soundbar klingt größer, als sie ist. Gerade auch im Stereobereich
wenn man jetzt einfach mal Musik hört. Aber ihr wisst, Soundbar und Musik, da bin ich jetzt nicht unbedingt so der größte Freund von. Aber wenn man keinen Platz hat oder man hat keinen Bock auf Lautsprecher, will einfach unterm Fernseher einfach das haben und gut ist, mal ein bisschen Musik darüber hören, dann macht das mit der Soundbar soweit auch schon Spaß. Du kannst, ja, eine Stereobühne hast du, die ist jetzt nicht ganz so akkurat, als wenn du wirklich echte Lautsprecher da stehen hast. Aber wenn irgendwas weit außen im Lied gespielt wird oder sowas, dann kriegt die Soundbar das schon hin und sie ist nur 71 cm breit. Sie spielt aber so, als hättest du Lautsprecher 3 Meter weit auseinander stehen. Das kriegt sie schon ganz cool hin und das macht auch Spaß, ohne dass sich das jetzt zu weit auseinandergezogen anhört. Wenn du eine gewisse Entfernung hast, dann bleibt die Mitte Mitte. Was links ist, ist links und was rechts ist, ist rechts. So passt das und macht dann auch Spaß. Und wenn wir dann jetzt mal zum Bass kommen, der geht jetzt nicht so abgrundtief, aber für das, was es sein soll, macht ja schon eine Menge Spaß. Und man könnte ja den Bass auch noch ein bisschen reindrehen. Das habe ich dann auch mal gemacht und man kann dann auch noch ein bisschen lauter machen. Und dann fängt das Grinsen dann doch erst richtig an, weil das traut man der Soundbar erstmal gar nicht zu, wenn du dann hinten auf der Couch sitzt und am Hintern anfängst, den Bass zu merken, den die Soundbar da von sich gibt. Das habe ich so bei einer Soundbar noch nicht erlebt und das hat auch eine ganze Menge Spaß gemacht. Und die Soundbar hat 2 Soundmodi, ja eigentlich 3, einmal Musik, einmal Movie und einmal Night. Bei Night werden die Höhen und die Bässe runtergenommen, die Stimmen ein bisschen hochgehoben. Und beim Movie ist es so, dass die Stereo-Effekte noch mal ein bisschen lauter gespielt werden, ein bisschen weiter auseinandergezogen werden, damit es im Film einfach noch mal ein bisschen spektakulärer ist, wenn da was von links oder von rechts kommt. Der Bass, der geht noch mal gefühlt irgendwie noch mal eine Ecke tiefer als bei Musik. Das Ganze beeindruckt dann noch mal ein bisschen mehr, weil wir haben ja nur so 2 10 cm Subwoofer. Da passiert eigentlich nicht so viel. Aber was dann doch schon passiert, das macht eine Menge Spaß, so dass man jetzt nicht unbedingt einen aktiven Subwoofer braucht. Besonders nicht, wenn du eh schon irgendwo Probleme mit Nachbarn oder dünne Wände oder sowas hast. Dann reicht das, was die Soundbar da macht, alle Male aus und macht auch eine Menge Spaß. Und du hörst in Filmen Details, das kriegt sie schon gut hin, da verschluckt nichts oder sowas. Leise Schritte oder sowas hörst du, das macht Spaß. Und auch wenn du mal eine Runde zockst oder sowas, Rennspiel zum Beispiel, Gran Turismo, Forza Motorsport oder sowas, je nachdem, was du für eine Kameraperspektive da gerade im Spiel hast, kann die Soundbar das auch wiedergeben, dass du hörst, hier ist jetzt jemand, der will mich überholen, der ist hier neben mir. Also das kannst du schon hören, das kriegst du schon raus, das hört man. Und auch wenn du einen Turbolader verbaut hast, das Turbopfeifen, das kriegt sie auch noch hin. Das verschluckt sich alles nicht, selbst wenn du den Bass voll reindrehst oder dann noch eine gewisse Lautstärke hast. Da bleibt die Soundbar einfach stabil und das macht sie ohne Probleme. Und was richtig schön ist, das ist die Stimmenwiedergabe oder die Verständlichkeit bei Stimmen. Das ist bei der Soundbar wirklich, gefällt mir sehr gut. Gerade wenn man Nachrichten schaut oder irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Reportage, wo viele Leute interviewt werden, sich manche einen da in den Bart nuscheln oder das Mikrofon irgendwo in Nirvana ist oder sowas und man eigentlich lauter machen müsste, um da jetzt was zu hören, ist das bei der Soundbar gar nicht mal so das Problem. Man muss da nicht unbedingt lauter machen, man versteht es trotzdem noch ganz gut. Und sie hat auch noch eine Dialogfunktion in 3 unterschiedlichen Stufen, so dass die Stimme nochmal mehr Klarheit und Höhe gewinnt, aber nur die Stimme. Jetzt nicht, dass da andere Soundeffekte von betroffen werden. Das hat man hier schon ganz gut gelöst und man kann dann wirklich die Stimme nochmal so pushen, dass man sie wirklich sehr gut versteht, dass man wirklich sehr leise machen kann und wirklich noch alles versteht, was da gesprochen wird. Das hört sich dann manchmal, wenn man da diese höchste Dialogstufe, High heißt es dann, wenn man die gewählt hat, hört sich manchmal vielleicht ein bisschen künstlich, ein bisschen komisch die Stimme an. Aber ey, liebe Leute, wenn man dadurch alles besser verstehen kann, dann macht man das ganz gerne. Und so denke ich, ist die Soundbar echt cool, ich sag mal, für einfache Leute. Sag mal, meistens die erste Soundbar oder sowas. Oder im Schlafzimmer oder so ist es cool. Oder vielleicht auch für ältere Leute. Ja? Gerade wenn man nicht mehr so ganz gut hört, da sind TV-Lautsprecher sowieso, kommen, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Dann ist so eine Soundbar einfach zu bedienen, ist ganz cool. Das Display ist richtig geil abzulesen und auch mit der Dialogfunktion, gerade wenn man nicht mehr so ganz gut hört, kann man da sehr gut entgegenwirken, dass man dann trotzdem alles versteht. Finde ich ganz cool. Und bevor wir jetzt hier zum Soundcheck kommen, habe ich hier auch wieder eine kleine Messung gemacht, damit wir so tendenziell sehen, wo es bei der Soundbar so lang geht. Dann sieht man, dass das Ganze schon recht ausgeglichen ist. Man darf das jetzt hier nicht zu genau nehmen, aber man sieht schon, da geht was. Aber man sieht auch im Bassbereich, so ab 100 Hertz macht er dann schon so langsam die Biege. Das sieht aber hier in der Messung schlimmer aus, als es sich anhört. Es ist nicht so, dass unter 100 Hertz, dass da jetzt im Bass gar nichts mehr passiert. Nee, da ist noch was da. Es ist nicht so, dass er dann auf einmal weg ist.
Passt eigentlich. Man sieht aber auch, zu den Höhen wird es ein bisschen leiser. Das sieht hier auch wieder alles ein bisschen schlimmer aus, als es eigentlich ist. Also der Sound, der ist schon eigentlich ziemlich klar und deutlich und auch in den Höhen oder so, dass man da Details noch schön in den Filmen raushört. Drehen wir jetzt hier mal den Bass rein, dann sieht man, hier passiert auch was und auch in den tieferen Frequenzbereichen, was die Soundbar so noch kann, da passiert ja auch was. Ich habe auch hier noch weitere Messungen gemacht, damit ihr mal seht, was hier passiert, wenn wir den Bass zum Beispiel rausnehmen oder dann mit dieser Dialogfunktion auf High oder auch den Night-Modus, damit ihr einfach mal seht, was da so passiert. Und ich weiß, liebe Leute, ihr wollt auch hier wieder eine Kleinigkeit hören. Ich habe auch hier wieder einen Soundcheck vorbereitet für euch. Da ist ein bisschen Musik mit bei und einen Filmtrailer habe ich auch mal mit reingenommen. Ich kann jetzt hier nicht den dicken Blockbuster zeigen oder sowas. Das gibt ganz, ganz schnell großes Theater mit Urheberrecht. Darum einfach so ein bisschen den Trailer, kommt ja auch auf die Soundbar, ist ja auch wichtiger, damit man da ein bisschen hören kann, was ist im Film los oder auch gerade, wie ist die Sprachverständlichkeit, habe ich das dann einfach mal mit in den Soundcheck mit reingenommen. Tragt dazu am besten eure Kopfhörer, denn das ist auch wieder eine 3D-binaurale Aufnahme. Aber denkt dran, liebe Leute, ein Live-Eindruck kann das natürlich nicht ganz ersetzen. Spaß macht's trotzdem. Los geht's. Texas und Kalifornien mussten durch die US Army eine schwere Niederlage einstecken. Mr. President, bedauern Sie eigentlich die Luftangriffe auf amerikanische Bürger? Wir ziehen weiter nach Washington, D.C. Dann müssen wir da auch hin. Wir schießen da jeden Journalisten auf der Stelle. Ein Instinkt sagt, hier erwartet der sichere Tod. Wenn ich ein Kriegsgebiet überlebt hatte, habe ich eine Warnung nach Hause geschickt. Lasst euch in sowas nicht reinziehen. Nun stecken wir mittendrin. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Was? Wir sind Amerikaner, okay? 4. Juli. Die westlichen Streitkräfte erreichen das Weiße Haus. Oh mein Gott. Steigt ein, verrückter Mann! Steigt ein! Da geht schon einiges, wobei am besten sind ja sowieso die TV-Lautsprecher, da stehen einem die Haare zum Berge. Das klingt ja ganz, ganz grausam. Also da hat man, glaube ich, doch eine ganz, ganz deutliche Verbesserung gemerkt. Mir macht die Soundbar sowieso schon eine Menge Spaß, auch wenn ich zum Musikhören wirklich zwei wirkliche Stereo-Lautsprecher nehme, die aufstelle. Aber gerade so beim Film oder sowas
und man möchte da wirklich ein Upgrade zu den Fernsehlautsprechern haben, dann ist das wirklich eine sehr coole Sache. Es ist eine einfache Soundbar, die ist schnell angeschlossen, einfach bedient, läuft direkt. Und ja, vielleicht ist es für jemanden die erste Soundbar oder wie gesagt für ältere Leute, weil das Display lässt sich einfach ablesen. Die Sprachverständlichkeit ist cool, die Fernbedienung ist einfach zu bedienen, die Tasten sind beleuchtet. Also was will man denn eigentlich noch mehr? Der Preis liegt bei um die 400 Euro. Ich packe euch die Links dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, mir hat die Soundbar doch schon ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn man erst so ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Thema ist und probiert das einfach mal aus und denkt sich, so ganz scheiße ist es ja doch gar nicht. Und das war so ein bisschen das Erlebnis mit mir und dieser FlexoScore 100. Aber liebe Leute, schreibt mir doch mal eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr zum Thema Soundbar oder hier zu der Klipsch Soundbar haltet. Schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Hier oben habe ich jetzt noch zwei andere Videos für euch und lasst auch gerne einen Daumen für diesen Kanal da, wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch direkt ein Abo, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss.